Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Survivor. Leute, endlich ist es soweit. Wir versuchen heute, den guten Grease zu treffen, gehen endlich in die Stadt rein und ich hab Bock. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Maren ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Oh ja. Ist selten, dass man mal überhaupt so eine größere Stadt mal erkunden kann in den Star Wars Spielen. Da fallen mir eigentlich eher so Rollenspiele ein, sowas wie SW-Tor oder KOTOR oder so. Finde ich eine coole Nummer, dass man hier mal sowas machen kann. Ey, da ist Claude aus Episode 9. Hallo Claude. Wer ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wo ist die Kantine? Gleich da drüben, Neuankömmling. Kannst sie gar nicht verfehlen. Guido heißt er. Guido und Gulu. Brauchst du was? Sorry. Hi, du Störenfried. Ich finde den ziemlich verrückt, den Blobmann. Okay, wir haben unseren Kell übrigens wieder so ein bisschen normal gemacht, denn ich glaube, jetzt kommen relativ viele Zwischensequenzen und da wollen wir jetzt nicht mit so einem Paradiesvogel rumlaufen. Er soll ja wenigstens normal aussehen. So, ab in die Kantina. Ein Drink geht immer. Nein. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Warte! Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lang gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Oh yes! Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Oh, ich bin bereit, mein Freund. Oh, das war jetzt der Lichtschwert, sieht aber auch cool aus. Aber das war schon mal Ravis, den wir jetzt kennengelernt haben. Oh, der ist nicht schlecht, aber wir konnten gut parieren. Boah, der kassiert aber auch gut Schaden, der Kerl. So, komm, mit dem Machtschub können wir den noch... Oh, ja, der fängt das sogar ab mit dem... Oh, das ist ja super. Der fängt das sogar ab mit seinem Jetpack, der nutzt das richtig. Der Kollege, jetzt stelle ich mich nicht so gut an. Können wir den nochmal hier mit so einem dicken Treffer treffen? Nee, da schlag ich einmal dann vorbei. Oh, der hat meinen Angriff pariert, oder was? Oh, mein Gott. Ah. Komm, ich werde jetzt hier nicht gegen den luschigen Typen hier drauf gehen, Leute. Das wäre ja wohl gelacht. Vielleicht mit dem Lichtschwert wohl. Vielleicht ist. Oh mein Gott. Hierher, Kumpel. Vielleicht ist das irgendwie der Weg. Aber ich habe noch nicht genug Machtenergie. Aber er hat auch nicht mehr so viel. Ah. Gegen den habe ich noch meine Probleme. Ich gebe es zu. Aber ich werde nicht drauf gehen, ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch, auch wenn ich mich hier anstelle wie ein abgelaufener Joghurt. Beeindruckend. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen. Nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter,
Wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen. Alter, ist der riesig. Wir sehen uns. Den mache ich auch noch irgendwann platt, den Ravis. Das ist er, Dummer! Das ist der Held, der sich gegen die Battlem Raider gewehrt hat! Ah, mein Retter! Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Die Prospektoren von Kobo. Kobo ist relativ reich an natürlichen Mineralien und zudem von archäologischem Interesse und hat darum in den letzten Jahrzehnten immer wieder Prospektoren angelockt. Nicht alle von ihnen sind geblieben und haben überlebt. Aber die übrigen führen ein bescheidenes Leben und sind ständig auf der Suche, um es zu behalten. Boss besiegt Zyke. Habe ich mich nicht gut angestellt? Ich verspreche, ich werde besser. Ravis. Der Gendai Ravis ist der Anführer der Battlem Raiders. Er befiehlt seinen Leutnant, Turgel zu töten, nachdem dieser ihm einen falschen Schlüssel verkauft hatte. Übrigens gibt es hier nochmal einen kleinen Funfact am Rande, denn die Gendai werden mit diesem Spiel dann quasi in den Kanon geholt, zumindest soweit ich weiß, denn bisher gab es sie nur im Legends-Bereich. Gerade bekannt sind die Gendai durch den Charakter Dirge aus dem alten Clone Wars Zeichentrick. Und dort war eine der krasseren Fähigkeiten, die der hatte, dass er sogar so Lichtschwertwunden regenerieren kann. Von daher, ich bin mal gespannt, wie sie die jetzt im Kanon umsetzen. Und von ihr haben wir ja auch schon ein bisschen was gehört, ne, von Doma. Doma Dendra. Als inoffizielle Bürgermeisterin von Kobo hat Doma über die Jahrzehnte alle Höhen und Tiefen des Außenpostens erlebt. Die schwierigste ihrer vielen Aufgaben ist es, Turgel am Leben zu erhalten. Mensch, Turgel, du alter Dolpatsch! Oh, Kerl, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Und diese geschmeidigen Bewegungen, unglaublich! Wo hast du das gelernt? Hatten wir uns nicht geeinigt, nicht darüber zu reden? Oh, ja, richtig, natürlich. Aber könntest du mir trotzdem mal ein paar Tricks beibringen? Ich will nicht, dass du dich selbst verletzt. Aber Doma sagt, das kann ich am besten! Vollidiot, Mann! Vergiss nicht, später in meinem Laden vorbeizuschauen. Das werden wir machen. Aber erstmal geht's in die Kantine. Wir sind ja auf der Suche nach dem guten Greasy Baby. Danke, dass ihr an mich glaubt, General. Los, kurz vom Tod. Trink bei uns. Sei kein Idiot. Oh, da. Läufst du vor einem Blaster weg. Lass dich nicht treffen. Wie bei Jabba. Komm in Pailun Saloon. Was können wir für dich tun? Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Battlem Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, bitte? Moment. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Ach, ist das schön. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Das Gyro der Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Komm sofort!
Willkommen in Pylon Saloon, die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grace. Tja, das Verhältnis zwischen Sia und Kel scheint ein bisschen gedrückt zu sein, oder? Grease, Grease Dritus, ehemaliger Captain der Stinger Mantis, ist der Besitzer von Pylon Saloon, einem verschlafenen Kantina im Außenposten von Rambler's Reach auf Kobo. Viel los ist hier bestimmt nicht. Nee. Aber finde ich cool, dass er hier seinen kleinen Stuhl wieder mitgenommen hat, oder? Das gefällt mir irgendwo, ist ein cooles kleines Detail. Wo ist dieser Raum nochmal? Der Raum? Oh, Kleiner, du wirst ihn lieben. Hinter der Bar rechts, durch die Küche und dann die Treppe runter. Kannst dich gar nicht verfehlen. Alles klar. Danke nochmal, Grease. Ja, du kannst mir danken, indem du ein wenig schläfst. Du siehst wirklich furchtbar aus. Das glaube ich. Kel hat einen guten Kampf hinter sich hier. Grease hatte schon immer ein Auge für abgefahrene Kunst. Mhm. Tja, was das Ganze mit der Crew auf sich hat und der Trennung und so weiter, das wird man wahrscheinlich alles noch erfahren, liebe Leute. Es gibt ja auch ein begleitendes Buch, was nach Fallen Order spielt. Dazu werde ich, glaube ich, gleich auch nochmal so ein bisschen was erzählen, aber so ganz wichtig ist es sowieso nicht. Oh, da ist ein Klon, Kriegerhelm und B1 Kampfdruidenköpfe. Das ist derjenige, der gesucht wurde auf Coruscant. Kai. Verzieh dich, Mann. Wie du meinst. Oh, das ist eine Dame. Was ist die? Die hat den Cad Bane Gedenkhut. Guck dir mal diese coolen Helme hier an. Sehr, 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 sehr cool. Oh, hier sitzt auch ein Chiss, oder ist es? Nee, das ist ein Mirialana, glaube ich. Nun, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Gibt's ein Problem? Ich könnte schwören, dass du vorhin da draußen einen Streit mit den Raiders vom Zaun gebrochen hast. Ich hab nicht angefangen. Nun, jedenfalls hast du es beendet. Sehr, sehr cool. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Nochmal ganz kurz auf das Buch zurückgekommen, das Star Wars Jedi Battlescars Buch. Das spielt, wie gesagt, zwischen den beiden Spielen. Und da erfahren wir dann auch, warum der gute Grease, ne, wenn man jetzt hier mal genau hinschaut, einen seiner Arme verloren hat. Ist im Grunde gar nicht so spannend. Der wird ihm einfach von einem der Inquisitoren, nämlich dem fünften Bruder, abgetrennt. Genauso kriegt Kel dort noch eine kleine Narbe im Gesicht. Und zwar eine an der Wange. Ansonsten hat das Buch jetzt wirklich kaum Informationen, die irgendwie wichtig sein könnten. Wenn nochmal irgendwas auftaucht, werde ich natürlich was dazu sagen. Hier können wir noch mit der reden. Du siehst nicht aus wie ein Raider. Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht, keine verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Druide ist niedlich. Das ist BD1. Ich bin Kel. Wurde auch mal Zeit, dass ein paar neue Gesichter in die Stadt kommen. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. Okay. So, wir sollen eigentlich nach hier hinten, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Was ist denn dann hier? Können wir da wohl auch in die Küche oder so? Das ist ja... Also das wird schon richtig cool hier mit der Kantina. Ich hab hier Bock mich... Ach, das sind die Toiletten! Oh, nee!
kommt Metall raus. Ich will es gar nicht. Och, der packt das erstmal direkt an. Ach nee, das ist nicht meine Welt hier, Leute. Grease wird bei Dreck nervös. Aber wirklich sauber ist das hier nicht, gell? Guck mal, der Gongtruide spendet hier Energie oder was? Ach mein Gott. Guck mal, das wird sogar so angezeigt, ne? So ein bisschen wie so eine USB-Buchse. Von wegen, hier ist der Gongtruide. Wenn du irgendwie Energie brauchst, dann kannst du hier deine Gerätschaften aufladen. Verrückt. Mit was kann ich noch interagieren? Achso. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich war ja in Disneyland im Galaxy's Edge, also in dem Star Wars Bereich da, und da sah das auch so aus auf den Toiletten halt. Eigentlich irgendwo echt cool. Oder ist das hier so der Händetrockner im Star Wars Universum? Ich weiß es nicht. Sieht man auch selten, ne? Mal so Toiletten oder sanitäre Einrichtungen. Finde ich cool. Okay, ab geht's zu dem Raum, den mir der gute Grease irgendwie beschrieben hat. Oh, hier ist so viel Kram und so viel Stuff. Hier will man sich auch so ein bisschen umschauen immer, ne? Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Noch mehr Gongtruiden. Hier ist die Küche, ja. Passt auch ganz gut zum Grease, dass er sich irgendwie so eine Küche macht. Der konnte ja immer richtig gut kochen. Okay, hier geht's weiter runter. Ich schaue mich hier schon immer so ein bisschen um, aber ich erkenne auch nichts Besonderes, muss ich sagen. Nicht, dass man hier irgendwo so ein kleines Easter Egg oder so liegen lässt. Wenn ihr was erkennt, ne, gerne immer in die Kommentare schreiben mit Timestamp und so. Wow. Da freuen sich bestimmt die Leute. Grease hat sich selbst übertroffen. Ach ja. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Das sieht super hier aus. Oh ja, das ist diese Laute aus dem ersten. Das ist C.S. Halixet. Wie ist das wohl hergekommen? Damit konnte man ganz am Anfang interagieren im ersten Teil auf der Mantis. Oh, ist hier auch nochmal ganz viel Kram, den man so kennt aus dem ersten Teil. Was passiert hier? Mein altes Schrottsammler-Outfit. Oh, was? Angelehnt an den ersten, das ist ja mega. Nehmen wir gleich mal. Grease ist aufgehoben. Ich weiß. Unheimlich. Ich finde das ganz cool, um ehrlich zu sein. Na, hier haben wir nochmal eine Werkbank. Die müssen wir gerade erstmal, obwohl, können wir die benutzen? Gute Gelegenheit, mir meine Ausrüstung genau anzuschauen. Ja, aber brauchen wir nicht. Wir haben eigentlich das, was ich haben will. Ich will erstmal mit dem weißen Lichtschwert weiterkämpfen. Hier haben wir auch seine Kleidungstruhe. Sehr, sehr cool. Immer der gleiche Anzug. Super. Hier könnten wir uns hinlegen zum Schlafen. Das machen wir gleich mal. Grease hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Das ist schön. Ach, hier ist alles voller Details. Ich das liebe sowas. Wir uns später an. Ich brauche jetzt Ruhe. Okay, meditieren können wir hier auch nochmal. Haben allerdings nichts. Von daher, jetzt geht's erstmal ins Bettchen. Denn der Kerl braucht auch seinen Schlaf, ne? Und jeder Ritter braucht Schlaf. Ich finde das Outfit ziemlich cool. Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber... Für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber... Du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren.
Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Na schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease. Ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Das ist richtig schön, auf was für einer emotionalen Ebene das Spiel hier auch handelt teilweise, oder? Ich guck mal ganz kurz, ob wir jetzt hier lang dürfen. Ich würde mal gerne wissen, was hier ist. Aber ich glaube fast, da dürfen wir noch nicht lang. Aber es ist richtig schön, diese Unterhaltungen zu hören. Einerseits Kel, der natürlich irgendwo verzweifelt ist, alles verloren hat und irgendwo, ja, auch dieses Vermächtnis von den Verstorbenen natürlich ehren möchte, ne? Irgendwie, dass die, wie er schon sagt, nicht umsonst gestorben sind. Andererseits so ein Grease, der dann halt auch irgendwo sieht, wie der kaputt geht da dran. Und ihm auch einfach mal vielleicht die Ruhe gönnen möchte. Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ich glaube übrigens, über die Vergangenheit der Charaktere werden wir auch noch ganz viel erfahren. Also macht euch da keine Sorgen wegen dieses Buches, was ich erwähnt habe. Das ist nicht wichtig oder so. Und ein paar Informationen dazu habe ich mir auch zusammengesammelt. Das heißt, ich kann dazu immer so ein paar Sachen droppen, ne, wenn ihr da... Was heißt das, Fragen Kumpel? Habt oder so. Aber der Moment eben fand ich schon sehr schön, muss ich sagen. Okay, ich guck mich hier auch immer nochmal um. Auch Dinge. Autsch. Zeigen mir, dass ich da nicht lang gehen darf. Kann ich da auch reinlaufen? So, du bist okay, Kumpel. Oh. Hast du Grease hier unten erschreckt? Ich beiße nicht. Versprochen. Ja, guter Junge, ja, feini, ja! Super. Die sind schon toll. Okay, sagen wir mal. Also fand ich eben wirklich schönen Moment. Ich finde, das Spiel macht das gut, dass es sich dann auch immer Zeit nimmt, mal irgendwie ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir die auch scannen können, ne? Weil die habe ich beim letzten Mal, habe ich mich ja auch schon gewundert, dass ich die nicht scannen konnte. Ah, mehrere wieder. Das wäre... Oh, da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, die direkt zu finishen. Ja, jetzt können wir sie auch scannen. Siehst du mal, ich hab mich doch beim letzten Mal nicht... Mal sehen. Ich beim letzten Mal doch nicht geirrt. Schlinger! Die schlanken und wendigen Schlinger sind auf dem Planeten heimisch und haben gelernt, ihre Beute mit einer verbissenen Effizienz zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Sie werden von den Einheimischen als Jäger bezeichnet und sind von Natur aus vorsichtig. Ein Angriff erfolgt nur, wenn sie sicher sind... mit ihren geschärften Klauen und hungrigen, tödlichen Reißzähnen auch Erfolg zu haben. Das stimmt. Da haben wir ein kleines Geheimnis liegen. Ich sehe, ich meinen Freund, die sind immer noch meine nervigsten Hassgegner. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, Leute. Die sind so schlimm. Komm schon, Fähigkeitspunkt, Fähigkeitspunkt, ich will einen Fähigkeitspunkt. Ah, jawohl, Fähigkeitspunkt erhalten. Jetzt haben wir fast zwei, das heißt, wir können die vielleicht sogar sparen. Und uns beim nächsten Mal eine dicke Fähigkeit holen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ne? Da gibt es auf jeden Fall schon so ein paar Sachen, wo ich wie so ein kleines Auge drauf geworfen habe. Denn es gibt ja echt viele Skills, die man hier in dem Spiel erstmal lernen kann. Ne? Es ist lieber zu viele Fähigkeitspunkte als zu wenig. Sage ich jetzt mal. Sei hier vorsichtig, Kumpel. Die Stollen wurden schon sehr lange nicht benutzt. Ja, merkt das schon. Staubt und verlassen. Können wir nochmal was scannen? Ist
da was dabei für mich? Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Okay. Die grüne Barriere können wir nicht öffnen. Irre ich mich da sicher nicht? Irgendwie nicht, dass man hier irgendwo... Nö, kann man nicht kaputt machen. Irgendwo wird man es ja ausschalten können, da bin ich mir fast sicher. Aber anscheinend nicht direkt hier. Okay, ich glaube, wir könnten hier auch runterstürzen. Aber ich glaube... Aber wir können ja eigentlich schwimmen, ne? Sollte eigentlich gar kein Problem sein. Können wir hier lang, theoretisch? Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, das ist nicht der Weg. War ich hier nämlich auch schon wieder so ein bisschen verwundert. Das sieht mir so aus, als wäre das unser Ersatzteil, was wir haben wollen, ha? Das nehmen wir gleich mal mit. Ich glaube, es passiert dann nichts. Ist es das? Ich glaube, es passiert dann doch was. Mist! Jetzt hätte ich mich lieber gerne umgeguckt. Nicht glotzen, sondern springen. Hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Mhm. Okay, das Gyro-Modul haben wir jetzt immerhin. Ah, da kommen wir aber noch nicht hoch, ne? Oder doch? Nee, da kommen wir noch nicht hoch. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall... mein Gott. Da brauchen wir irgendein Skill, um da hoch zu gelangen. Wir müssen jetzt erstmal hier diese komische neue Höhle irgendwie erkunden. Aber, liebe Leute, da würde ich sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen, vielen Dank natürlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich bin nämlich ultra hyped. Also von daher, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.